Im Juli 2017 trafen sich die Regierenden der 20 größten Industrienationen in Hamburg. Rund um das Messegelände wurde eine 38 Quadratkilometer große Demo-Verbotszone erlassen. Tausende kamen in die Stadt, um ihren Widerspruch gegen das Gipfeltreffen auf die Straße zu tragen. Sie machten die hier verhandelte Politik verantwortlich für Klimawandel, Welthunger und Krieg. Das ganze große Anliegen der Globalisierungskritiker, das ja kein Anliegen ist, wo man sagen kann, das ist Firlefanz. Da geht es ja wirklich um Substanz. Das ist eigentlich völlig vom Tisch gewischt worden. Die Bürgerinnen und Bürger dann auch erstmal an zweiter Stelle kamen, auch mit ihren ganzen Rechten. Und wenn es hart auf hart kam und man halt auch den legitimen Protest auf die Straße getragen hat, dass dann das staatlicher und polizeilicherseits dann eher als lästig und als störend empfunden wurde. Es wurde schon ganz am Anfang deutlich, dass die Polizei jede friedliche Versammlung als Angriff versteht. Wir haben eine Szenerie gehabt wie in irgendeinem x-beliebigen diktatorischen Polizeistaat, wenn man hier aus der Tür getreten ist. Und da finde ich, dass ein normaler Bürger, normale Bürgerin nun wirklich abgeschreckt worden ist, überhaupt auf die Straße zu gehen. Im Grunde genommen hatten wir das Equipment, was uns zur Verfügung steht, aus Deutschland hier auch im Einsatz. Das heißt, wir haben schon flächig das Material zusammengezogen und dann auch zum Einsatz gebracht, wo es erforderlich war. Und dafür, glaube ich, hat auch die Hamburger Polizei jetzt diesen heldenhaften Status erreicht, dass sie gesagt hat, in einer Situation, in der andere vielleicht noch gezaudert hätten, wir machen das. Und das nenne ich eine Simulation von Kompetenz, weil tatsächlich die Kollateralschäden, die entstanden sind, also die Beschädigungen im Demonstrationsrecht etc., entweder in Kauf genommen wurden oder nicht richtig eingeschätzt wurden. Wir hatten alle Angst, dass es Tote geben könnte. Ich weiß auch, dass es bei der Polizei die Angst gab. Weil man musste eventuell erwarten, dass Sicherheitskräfte, die zum Beispiel Erdogan begleiten oder so, auch schießen oder Trump begleiten, auch schießen. Der größte Polizeieinsatz der Nachkriegsgeschichte sollte die Gipfelteilnehmer schützen und die Proteste vom Gipfelgeschehen trennen. Neben unerwartet großen Protesten kam es zu zahlreichen Straftaten und Plünderungen. Rechtfertigt dies den massiven Polizeieinsatz, die vielfältigen Einschränkungen von Grundrechten und die außerordentliche Härte der Justiz? Markiert dieser G20-Gipfel gar einen Wendepunkt in der deutschen Sicherheitspolitik? Das war für mich eine Situation, wo ich das erste Mal, also es war am Sonntag vor den Protesten, wo ich das erste Mal das Gefühl hatte, irgendwas läuft hier schief und das ist richtig auf Eskalation ausgerichtet. Weil es nicht normal ist, dass wenn ein Camp juristisch erlaubt ist, dass die Polizei weiterhin verbietet, das zu erstellen. Das ist halt, die Polizei folgt nicht dem Richterspruch. Also ich weiß noch, dass der Anmelder des Camps hat gesprochen von einem Putsch der Polizei gegen die Justiz. Das ist juristisch umstritten, das ist wirklich ein sehr kompliziertes Problem. Aber man kann mit Sicherheit sagen, dass die Polizei sich über einige Stunden über ein Gerichtsurteil oder einen Gerichtsbeschluss hinweggesetzt hat. Also alles, was nach Zelt aussah, was nach Übernachtungsmöglichkeit aussah und sei es nur symbolisch, ist von der Polizei sehr schnell abgeräumt worden. Zum Beispiel eine Familie, die in Urlaub fahren wollte und ein Zelt gekauft hatte, das im Vorgarten aufgebaut hatte, dass da sofort Polizei vor der Tür stand. Dafür muss man sich natürlich auch erstmal vorbereiten, da muss man sich hart machen, ne? Gegenüber Leuten, die schlafen, ja? zu irgendwie das skandalisieren zu können, hier wird geschlafen. Damit man so ein Mindset entwickelt, das ist eine ziemlich krasse Arbeit, die da vorher gemacht werden muss.
ganz egal welches Geschlecht, the love will never die. Können wir einmal eure Herz sehen für die Liebe, pro homo. Was am Fischmarkt war, das war eigentlich, das hatte fast eher Volksfestcharakter. Die Leute sind es war ja auch schönes Wetter, es war warm. Die Leute sind in kurzen Hemden, in kurzen Hosen, manche sind in Badelatschen herumgelaufen. Dass es einkalkuliert war, das Ganze schon frühzeitig dann zu beenden, weil das einfach die Einsatzphilosophie war. Und man hat dann einfach auch taktisch sich nicht wirklich klug verhalten und es kam zu sehr gefährlichen Situationen. Also die besagte Mauer wird ja auch immer wieder gern erwähnt, zu Recht, weil es dem Zufall oder auch nur dem Glück zu verdanken war, dass es nicht zu noch schwereren Verletzungen oder sogar zu Todesfällen kam durch schlimme Stürze. Wer da noch geblieben ist, trotz des großen Polizeiaufgebots, trotz dem es eigentlich ein monströser Gefangenentransport war, den man da gesehen hat, der musste schon wirklich was wollen. Normaler Bürger geht da nicht mehr hin. Da waren Leute vermummt, es haben zwar welche die Vermummung abgenommen, aber es waren immer noch welche vermummt. Da mussten wir einschreiten, da hatten wir gar keine Wahl. Die Polizei und die Situation war taktisch gar nicht so schlecht für die Polizei. Wir hatten eine Flutschutzmauer. Das ist dann eine natürliche Situation, die wir erstmal nutzen können. Und wir sind dort dann auch in einer relativ ruhigen Situation an diese beiden schwarzen Blöcke hineingegangen. Nur dann passierte etwas, was die Polizei nicht zu verantworten hat. Es gab dann eine massive Gewalt. Das stimmt nicht. Die Polizei hätte anders handeln können. Man muss nicht auf diese Weise in eine Demonstration reingehen. Und das muss man ja mal sagen. Die Polizei war davon ausgegangen, dass die Leute, die dort versammelt waren, die sie angegriffen haben, dass die nicht entweichen konnten. Die Polizei hat zuallererst hinten eine Trennlinie gezogen, zum Fischmarkt hin, dass da keiner mehr entweichen konnte. Dann hat sie vorne reingegangen. Und da haben sie halt wirklich einfach die Leute gegen diese Flutschutzmauer gekugelt und halt auch nicht abgelassen. Ne? Also es ging so 10 Minuten. Ich glaube, zweimal haben die angegriffen und da lagen halt auch Leute überall rum. Ne? Und da haben sie auf jeden Fall, das war nicht normal. Normalerweise greifen sie an, hauen halt ein paar Leute vorne weg. Aber diesmal haben sie halt wirklich durchgezogen, 10, 15 Minuten auf die Leute eingehauen, obwohl die Leute auf dem Boden lagen und schwer verletzt waren. Nirgendwo in den Akten findet man einen Hinweis, dass es geplant war. Aber so wie der Ablauf war, war das geplant, von Anfang an dieser Stelle die Demonstration aufzuhalten, den sogenannten schwarzen Block, oder es sollen ja zwei schwarze Blöcke gewesen sein, herauszutrennen und mal dann zu schauen, wie es weitergeht. Es ist ja kaum jemand verhaftet worden, sondern sie haben auf die Leute nur draufgeschlagen, nicht? Und dann denkt unser einer natürlich, naja, das sind die heutigen Verhältnisse, nicht? Der autoritäre Staat und der Kontrollstaat, dem geht es gar nicht so sehr darum, jetzt einzelne Leute rauszuholen, sondern der hat auch eine Erziehungsaufgabe und die sollen Schmerzen haben und es soll ihnen wehtun und sie sollen dergestalt sozusagen verprügelt werden, dass sie dann auch sich im Bild derer, die dafür verantwortlich sind, überlegen, das ist mir zu riskant, das mache ich nicht mehr, ich gehe jetzt nach Hause oder ich bin auch tatsächlich so K.O., dass ich nichts mehr machen kann. Die Behörde hatte, also die Polizei hatte fest vor, diese Demonstration genauso zu zerschlagen, wie sie Welkem Duell zerschlagen hat. Sie wollte auch da einen schwarzen Block heraustrennen. Das wissen wir inzwischen aus den Akten. Wir haben echt da reingeschrieben, 13.48 Uhr, der schwarze Block wird nicht an dieser Stelle herausgetrennt, das wird an einer anderen Örtlichkeit versucht. Also mir haben sich die Haare gesträubt, als ich das gelesen habe, dass sie das echt vorhatten. Und wenn es darum geht, Angst zu schüren, es wurde Angst geschürt vor der Großdemonstration, was interessant ist, weil kein Unterschied gemacht wurde nicht so starken Unterschied gemacht wurde zwischen den verschiedenen Protestformen, sondern insgesamt versucht wurde zu sagen, da sind 8000 Gewalttäter in der Stadt und das ist der G20-Protest. Und obwohl die Veranstalter sich einig waren, da soll jeder mitgehen können. Frau mit Kinderwagen genauso wie ein Mann im Rollstuhl, das soll friedlich sein. Hat die Behörde ständig, wirklich ständig versucht, die Gewalt herbeizureden. Ah,
Dahinter steht aber tatsächlich die Strategie der Dominanz der Polizei. Also keine Situation zuzulassen, in der die Polizei unterlegen ist. Was ja beispielsweise am, ich glaube, Freitagabend war das in der Schanze, dann zum Eklat geworden ist, weil tatsächlich dort dieses Dominanzgefälle sichtbar wurde, dass eben keine Spezialisten zur Verfügung standen, die in der Lage gewesen wären, dieser Gefahr Einhalt zu gebieten. Ja, es war halt so ein, mitten in diesem ganzen Gipfelwahnsinn und in dieser ständigen Polizeipräsenz war es halt so eine polizeifreie Zone. Und ja, die Leute haben das gefeiert. Irgendwo bricht die Ordnung, nennen wir sie Ordnung, nennen wir sie Kontrollgesellschaft, nennen wir einfach so, dass der Staat, ob er sich zurückgezogen hat oder von sich aus draußen bleibt, weil er denkt, mal sehen, wie die sich drinnen selber irgendwie fertig machen. Auf jeden Fall ist diese alte Struktur, die das Leben regelt und die unsichtbar zwischen den Menschen ist, die ist auf einmal zerbrochen. Und diese Bereitschaft, diese Wut und dieses, wir müssen jetzt in irgendeiner Form, müssen wir den irgendetwas müssen wir dem System sozusagen zurückschlagen. Der wichtigste Einschnitt ist dieser Einsatz der SEK in der Schanze, die einer paramilitärischen Logik gefolgt ist. Es wurden erstmals in der Bundesrepublik Gummigeschosse verschossen. Die waren aber auch bewaffnet mit Sturmgewehren. Die hatten die Schusswaffe war freigegeben. Das ist eine meiner Meinung nach einzigartige Situation. Und ich befürchte, dass das jetzt nicht eine einmalige Situation war, sondern dass das droht, zu einem gewissen Standard bei Großlagen zum Beispiel zu werden. Es zeigte sich dann ja auch, als die eingesetzt worden waren, brach der Widerstand sehr, sehr schnell zusammen. Ohne die Spezialeinsatzkräfte sind wir schon der Meinung, hätte es Tote geben können auf beiden Seiten. Nach diesem Einsatz um dieses besetzte Hausdach, das die Polizei nach wie vor versucht, der Öffentlichkeit deutlich zu machen, dass dieser martialische Einsatz gerechtfertigt war, weil die Gefahr so hoch war. Es aber bislang noch keine Beweise für die hohe Gefahr gibt und auch Beweise nicht gesichert wurden. Die Polizei aber weiterhin darauf beharrt, dass die Situation objektiv so gefährlich war. Wir als Öffentlichkeit aber nach wie vor keinen Zugang zu dieser objektiven Beweislast haben. Wir wollten da nicht zurück, weil wir wollten uns eigentlich aus der Situation da gerade raushalten und haben uns deswegen, weil wir nicht nach vorne, nicht nach zurück konnten, haben wir uns auf eine Treppe gesetzt, um auch zu signalisieren der Polizei, von wir sitzen da nur, lasst uns in Ruhe. Plötzlich von einem Moment auf den anderen kam von irgendwo eine Gruppe von komplett Montur-Polizei, die dann mich gepackt hat, mich an die Tür rangeschlagen hat, hat mich dann am Daumen genommen, mir den Daumen verdreht, hat mir mehrfach ins Gesicht geschlagen und hat mich beleidigt, mir gesagt, dass sie quasi Gewalttäter und ich soll dafür bezahlen, was wir mit der Polizei gemacht haben. Ich habe gesagt, hier, nehmen Sie mich einfach mit, ich wehre mich nicht. Er hat mich dann irgendwann gesagt, ich soll die Fresse halten und hat mir dann ins Gesicht geschlagen mit der flachen Hand, mit voller Wucht. Und das ist der Zeitpunkt auch gewesen, in dem meine Nase gebrochen ist. Dann haben sie mich noch als Kanacken beleidigt und sie haben gesagt, dass sie mich umlegen werden. Und der eine, und das ist mir sehr stark im Gedächtnis geblieben, hat gesagt, dass er sich auf einen Meter vor mich hinstellen würde und mir ins Gesicht wichsen. Ja, ich war in dem Moment, sagen wir mal, ziemlich devot. So, ich hatte echt Schiss, dass sie mich umlegen. So, ich habe mir das abgenommen.
Also diese typische Formulierung, Polizeigewalt sei ein Problem von sogenannten schwarzen Schafen oder irgendwelchen Einzeltätern, die bei der Polizei über die Stränge schlagen, greift zu kurz. Es ist auch nicht so, dass es eine grundsätzliche polizeiliche Anweisung gibt, wirklich brutal vorzugehen oder sowas. Das ist sicherlich nicht richtig. Andererseits ist es aber so, dass systematisch bei der Polizei, bei der Art, wie sie auftreten soll und wie sie auftreten möchte, höchster Wert darauf gelegt wird, auf keinen Fall irgendeine Angreifbarkeit zu zeigen. Wenn man sich polizeiliche Eskalation und Polizeigewalt anguckt, muss man feststellen, dass es auch ein gewisses Interesse insgesamt an der Eskalation geben kann. Wenn man also zum Beispiel im Vorfeld gesagt hat, jetzt kommen 40.000 Gewalttäter in die Stadt, dann muss die Polizei im Nachhinein rechtfertigen, warum sie vorher so große Töne gespuckt hat und das so aufgebaut hat. Das heißt, es gibt ein gewisses Interesse daran, das, was man vorher angekündigt hat, auch wahr werden zu lassen. Das ist in der Tat ein sehr, sehr komplexer Bereich, weil, wenn wir von Einsatzkräften sprechen, wir noch mal definieren müssen, welche Einsatzkräfte meinen wir. Es gibt da sehr unterschiedliche Formen. Ich fange mal oben an, das sind die Beweissicherungs- und Festnahmeeinheiten, die tatsächlich für Großeinsätze dieser Art auch ausgebildet und ausgerüstet sind und sich mental auch darauf vorbereiten. Das sind die, die auch mit Zehnertrupps in eine Menge gehen und sich dann rauskämpfen. Von der Bundespolizei, von vielen Länderpolizeien sind diese Beweissicherungs- und Festnahmeeinheiten zusammengezogen worden und haben eben auch, wie wir das hier auch medial gesehen haben, haben viel von sich reden gemacht. Da herrscht sicher nicht die Angst vor, sondern da herrscht schon das Gefühl vor, hier können wir zeigen, was wir können. Da kann es halt sein, dass man an so einen Kriegertypen gerät und auch mit der Ansprache durch den Polizisten oder die Polizistin nicht ganz einverstanden ist, weil die aber einfach so die Polizeikraft dann so in ihrem Film drin ist. Das ist politisches Versagen. So, da entstehen dann menschliche Reaktionen, die gesetzeswidrig sind und Grundrechte verletzen, so wie diese Polizisten es gemacht haben. Aber die Politik hat die Grundlage für so ein Fehlverhalten gelegt. Viele Verfahren, Ermittlungen und Diskussionen drehen sich um einen umstrittenen Einsatz am Rondenberg. Hier wurde eine schwarz gekleidete Demonstration nach einigen Steinwürfen von der Polizei aufgelöst. Wir wollten ja die Anreise der Gipfelteilnehmer verhindern. Und dann sind wir vom Camp in 4 Zügen insgesamt oder in 3 losgegangen. Wir sind dann die Schnakenburgallee runter und sind dann da vorne an der Ecke. Also hier, da hinten ist die Schnakenburgallee. Dann kann man links in den Rondenberg und dort waren dann Polizeiwagen, sodass wir nicht mehr geradeaus weiter konnten. Und dann in den Rondenberg abgebogen sind, ziemlich hektisch, um eben von dieser Polizei wegzukommen. Und dann sind wir hier in der Straße Rondenberg, kam dann von vorne Polizei, von hinten plötzlich Wasserwerfer, die wir vorher nicht gesehen haben. Und innerhalb von 2-3 Minuten lagen einfach alle auf dem Boden. Also das, was da passiert ist, ist mir auf jeden Fall bis dahin nicht so passiert. Ich bin auch aktives seit 15 Jahren oder so. Und das war auf jeden Fall krass. Die haben halt die Leute da diese Mauer runtergeschubst und getreten. Ja, und dann meint halt der eine Kopf auch wirklich, das euer Frühstück, ihr Antifa-Fotzen. So, ne? Da war halt für mich so jegliches, also so ein Humanismus oder irgendwie nicht so ein Menschenbild, was der Polizist da von sich gegeben hat, was halt nicht normal war. Ja, hier die 31, wir brauchen eventuell ein RTW für die verletzte Person hier unten. Der blutet, wir brauchen es noch kurz raus. Ja, die haben sie ja schön platt gemacht alle, alter Schwede, ey. 10 für die 12. Es gab 14 Verletzte, 11 Schwerverletzte, Leute wurden mit offenen Brüchen ins Krankenhaus eingeliefert. Auch da herrschte Panik. Die Leute haben versucht, vor der Polizei zu fliehen, die sehr rabiat gegen die Demonstranten und Demonstrantinnen vorgegangen ist. Das heißt, die Leute haben den einzigen Weg genommen, den sie nehmen konnten, nämlich rechts über dieses Geländer. Ein paar sind rübergesprungen und viele haben es aber dann nicht mehr geschafft. Viele sind sozusagen von der Polizei an dieses Gitter dran gedrückt worden. Und irgendwann hat halt das Gitter nachgegeben und ist eingestürzt. Und die Leute sind eben diese 2 Meter runter auf diesen Parkplatz gestürzt.
dann weitere auf sie drauf und dabei haben sie sich halt alle Knochen gebrochen. Also wir haben dann da wirklich gesehen, wie eine Demonstrantin auf dem Boden lag und ihr Oberschenkel war eben offen gebrochen und sie lag dann in einer Blutlache auf dem Boden. Es gibt danach einen massiven Polizeieinsatz, der innerhalb von Sekunden das Ganze kurz und klein haut. Es gibt nicht vorher eine Aufforderung, dass man sich auflösen soll. Es gibt gar nichts, sondern es gibt sofort den puren Einsatz von Gewalt. Also was hier gerade passiert am Rondenberg, ist, dass die Staatsanwaltschaft gar nicht argumentiert, dass irgendjemand von den Angeklagten tatsächlich einen Stein geworfen hat oder so. Also niemand von uns Bonnern wird vorgeworfen, du hast zum Beispiel Gewalt gegen einen Polizeibeamten ausgeübt oder so. Das Einzige, was die Staatsanwaltschaft sagt, ist, du warst Teil dieser Demonstration. Aber zurück zur Frage, mache ich mich strafbar, wenn ich an einer Demonstration teilnehme, aus der heraus einzelne Steine, Flaschen, irgendwas, Bengalos geworfen werden? Nein, das tue ich nicht. Das ist eine Demonstration, die das Recht hat, aus Artikel 8 weiter zu demonstrieren. Und wenn die Polizei dabei ist, dann hat sie die Befugnis, vielleicht sogar die Aufgabe, Störer zu beseitigen, nämlich die, die werfen. Die übrigen aber müssen weiter demonstrieren können. In Hamburg wurde eigens eine Gefangenensammelstelle gebaut, mit Zellen für bis zu 400 Personen. Nach dem Ende des Gipfels wurde diese zum Sitz der Sonderkommission Schwarzer Block, die mit bis zu 170 Beamten aus mehreren Polizeibehörden nach eigener Aussage in tausenden Verfahren ermittelt. Ja, dann wurden wir in der GESA einzeln durchsucht, ED behandelt, fotografiert. Und dann in Zellen gesteckt. 9 Quadratmeter, 5 Leute da drin. 24 Stunden am Tag brennt das Licht. Alle halbe Stunde kommt jemand rein. Manchmal gucken die nur kurz, manchmal wird geklopft und gehämmert. Manchmal wird man dazu aufgefordert, sich hinten an die Wand zu stellen und so. Da gibt es halt wirklich noch krassere Storys. Also, dass da wirklich junge Mädchen wurden halt gezwungen, vor den Beamten ihre Tampons rauszunehmen. Und haben dann keine neuen. Und BHs auszuziehen, solche Sachen. Und haben dann keine neuen bekommen danach. Oder eine Kollegin wurde ihre Brille weggenommen, ohne die sie halt nicht sehen kann. Das heißt, die war da wirklich tagelang fast blind in ihrer Zelle. Ja, ich habe von vielen Rechtsbrüchen in der GESA gehört. Also es kamen auch hinterher viele Leute in die Taz-Redaktion oder haben sich bei uns gemeldet, die fertig mit den Nerven waren, die irgendwie dort gelandet sind und ja, über Stunden irgendwie nur Knäckebrot bekommen haben. Das Licht wurde angelassen, sie konnten nicht schlafen. Es wurde alle halbe Stunde kontrolliert, ob sie noch leben. Also sie haben halt von Schikane berichtet. Du hättest ja nicht demonstrieren gehen müssen und das haben sie auch gesagt. Hättest ja zu Hause bleiben können. Warum bist du denn da hingekommen? Bist jetzt selber schuld. Und das ist eine Haltung, die hat mich unglaublich aufgeregt damals. Wer auch nur vor Ort war, aber nichts gemacht hat, habe sich bereits des Landfriedensbruchs schuldig gemacht. Oder die Staatsanwaltschaft behauptet, der neuen Vorschrift des tätlichen Angriffs gegen Polizeibeamte in der Variation des entschlossenen Zugehens auf eine Polizeikette. Das alles hat mit Verbürgung von Freiheitsrechten, von Versammlungsfreiheit gar nichts mehr zu tun. Es ist halt jetzt so, dass wenn man Widerstand leistet gegen einen Polizeibeamten, und das reicht eben auch schon oft, dass man da mal seinen Arm wegzieht, dann kann man dafür 3 Monate mindestens in Haft gehen. Wenn man das kollektiv macht, sind sogar mindestens 6 Monate. Aber welche Demonstration, welcher Streik erfolgt denn nicht gemeinschaftlich? Also man muss sich mal diese ganze Dimension in der Summe angucken. Dann machen wir eine Demonstration, dann kommt es an Rande von dieser Demonstration zu einem Handgemenge. Und dann kannst du dafür in Haft gehen, völlig egal, ob du daran beteiligt warst oder nicht. Völlig egal, ob das Gerangel vielleicht von der Polizei ausging oder von dir. In den letzten Jahren wurden die Gesetze verschärft, die das Verhältnis von Demonstrierenden zu Polizisten regeln. Sie ermöglichen Festnahmen und zum Teil mehrjährige Haftstrafen für Vergehen, die zuvor als Kleinigkeiten behandelt wurden. Ein Fall erlangte große Bekanntheit. Der italienische Aktivist Fabio, der trotz schlechter Beweislage über 4 Monate in Untersuchungshaft gehalten wurde. Le accuse che venivano mosse contro di me erano di
disturbo della quiete pubblica aggravato, di aggressione a pubblico ufficiale e di tentata lesioni a pubblico ufficiale. Tutti questi reati però non mi venivano imputati direttamente, bensì in concorso morale con un'altra persona, con altre persone. Das Krasse an dem Prozess gegen Fabio ist halt, dass er schon im Voraus, bevor er verurteilt wurde, so hart bestraft wurde, eben durch diese lange Untersuchungshaft, obwohl ihm keine individuelle Tat vorgeworfen wird, sondern einfach nur dabei gewesen zu sein. Die Anwältin hat mehrfach versucht, ihn aus der Untersuchungshaft rauszukriegen. Also es wurde abgelehnt vom Oberverwaltungsgericht mit der Begründung, dass er auch durch seine reine Anwesenheit da zu den bürgerkriegsähnlichen Zuständen, die dann in den folgenden Tagen in Hamburg geherrscht haben, also am Freitagabend hauptsächlich, beigetragen hat. Senz'altro stare in prigione ha mille aspetti negativi ed è molto brutto. È brutto in una maniera che è difficile descrivere, ma se dovessi dire una cosa in particolare che peggiore delle altre sono state le speciali restrizioni che la Procura di Amburgo mi ha assegnato di persone non componenti della mia famiglia, quindi nessun mio amico poteva venire a trovarmi. Queste restrizioni prevedevano il fatto che per avere dei pacchi avrei dovuto aspettare molto di più degli altri. Queste restrizioni prevedevano che per avere dei libri avrei dovuto aspettare un mese. Queste restrizioni prevedevano che soprattutto che la posta, invece di essermi consegnata una volta ogni giorno, mi veniva consegnata una volta ogni 20-25 giorni. Io sono stato l'unico del G20 ad avere questo particolare regime restrittivo e di solito queste cose vengono... Le uniche altre persone che in prigione erano sottoposte a questo speciale isolamento erano quelli accusati di essere parte dell'ISIS, per fare un collegamento. Das hanseatische Oberlandesgericht, das ohne Fabio zu kennen, ohne irgendwelche Fakten darüber zu haben, was er denn gemacht haben könnte, außer vor Ort zu sein, behauptet haben, er hat schädliche Neigungen, die Schwere der Schuld ist anzunehmen. Es ist davon auszugehen, dass er zu einer Jugendstrafe, die nicht unerheblich ist, verurteilt wird. Das alles ist eine sehr wundersamer Inhalt von einer Entscheidung eines Gerichts, die ohne Fakten und nur aufgrund eines Vorurteils gegen eine vermutete Gesinnung von Fabio ihn in Haft halten. Das ist eigentlich der Punkt, der an diesem Fall so erschreckend gewesen ist. Nicht? Wir haben ja, das Amtsgericht hat ihn verhaftet, das Landgericht hätte ihn verschont und das Oberlandesgericht hat dann auf entsprechende Beschwerde der Staatsanwaltschaft ihn festgehalten in der U-Haft, die dann insgesamt 4,5 Monate gedauert hat, mit Gründen, die rechtsstaatlich nicht mehr nachvollziehbar sind. Auch das eine neue Qualität. In diesem Zusammenhang tauchte dann der Leiter dieser Kommission, dieser Gruppe auf und stellt sich nach außen hin, wie ich finde, mit einem bemerkenswerten Statement. Und das eine ist, wir kriegen euch alle. Und ich habe dieses Statement gehört und habe mir gefragt, wer ist das Wir? Wer ist das Wir und wer ist das Ihr?
Und das Wir ist ja nicht nur hier das Polizeisubjekt, wir, die Polizei, sondern das Wir, das ist die Mehrheitsgesellschaft, und das Ihr, das sind die, die gar nicht mehr dazugehören. Das ist das Freund-Feind-Verhältnis von Carl Schmitt. Nicht entscheidend ist, dass man weiß, wer ist der Freund und wer ist der Feind. Und gegen den Feind ist alles erlaubt. Es war auch teilweise eine absurde Show im Gerichtssaal, weil diese drastischen Strafen, die gehen dann häufig auf Aussagen eines einzelnen oder dreier Polizisten zurück, die dann da in Fukuhila-Perücke mit irgendwie Holzfällerhemd und angeklebten Koteletten sitzen, weil sie halt nicht erkannt werden wollen, weil sie als Zivilpolizisten im Einsatz waren. Natürlich einen Monstereinsatz hatten, hier irgendwie ohne Ende Überstunden gemacht haben. Und so ist dann halt auch deren Erinnerung. Ne? Dann ist das so, ja, wo der jetzt genau stand und wie der jetzt die Flasche geworfen hat und so, es ist alles immer äußerst dünn, die Erinnerung. Und auf so einer Beweislage werden dann halt so 19-Jährige 3 Jahre eingesperrt. Jetzt habe ich aber von Rechtsanwälten gehört, ist im Gericht rausgekommen, zum Beispiel, dass die SOKO einen Bericht von Berliner Kollegen angefordert hat für ein Verfahren und gesagt hat, da müsste Folgendes drinstehen. Und dann hat sie ihnen mitgeteilt, was in ihrem Bericht drinstehen müsste. Und das zeigt, dass natürlich, wenn man so ein starkes Freund-Feind-Bild hat, dann so verhalten die sich. Das ist ja wie eine Wagenburg, wie die Polizei sich verhält. Tatsache ist, dass natürlich, wie alle anderen Zeugen auch, die Gefahr besteht, gerade bei Polizei, dass man sagt, wie erinnerst du dich, was steht in deinem Bericht? Und man im Gerichtssaal ein Potpourri von möglicherweise Erinnerungen, möglicherweise Schlussfolgerungen, möglicherweise einem Mischmasch aus dem Ganzen vorgesetzt wird, aus dem sich nicht wirklich noch erkennen lässt, was passiert ist. Was ja festzustellen war, dass von Seiten der Exekutive, also des Senats, von Herrn Scholz als, erster Bürgermeister persönlich, aber auch von anderen Senatoren, in der ganz frühen Phase ein extremer Druck auf die Gerichte ausgeübt worden ist, dass sie harte Urteile fordern. Herr Scholz hat das, ich weiß nicht wie oft gesagt, er erwartet harte Urteile. Das ist was ganz Typisches für politische Verfahren, was ansonsten nicht passiert. Sehr schnell Verfahren vor Gericht gelandet sind. Und dann sehr schnell das Verfahren zu Ende gebracht wurde und mit drakonischen Urteilen teilweise endeten. Also beispielsweise ein Flaschenwurf, der dann mit, glaube ich, einer langjährigen Haftstrafe endet, ist außerhalb von politischen Großaktionen eher selten, eher untypisch. Ich habe selten solche maßlosen Urteile gesehen. Auf einmal tritt diese Justiz, die tritt nicht auf und sagt, wir schauen uns das jetzt an, was hat der Einzelne jetzt gemacht, und es wird genommen als Angriff auf den Staat als Ganzes, und so wird es auch beantwortet. Über 22 Millionen Euro gab das Bundespresseamt während des Gipfels für die Versorgung und Betreuung von Journalisten aus. Bei der Berichterstattung über die Proteste und den Polizeieinsatz wurde jedoch von zahlreichen Übergriffen, Gängelung und Behinderungen der Presse berichtet. A man like Donald Trump comes to power and can use those for anything. So as soon as Trump became president, there were demonstrations all around the country. At his inauguration, ich konnte es auch beobachten, sowohl bei mir als auch bei anderen Journalisten, die vor Ort waren, bei Einsätzen, gab es eigentlich überall ständig Streitereien mit der Polizei, zwischen Presse und Polizei. Die Polizei hat immer versucht, die Journalisten wegzukriegen vom
Einsatzort, wie Sie gesagt haben. Es war einfach der Ort des Geschehens. Sie wollten nicht, dass aufgenommen wird, was Sie da treiben, als Sie zum Beispiel Welcome to Hell angegriffen haben. Oder es waren aber auch kleinere. Es war ja überall in der Stadt, gab es ja Auseinandersetzungen. Und immer, wenn man zufällig gerade da war, wo die Polizei die Leute geprügelt hat oder mit Pfeffer versucht hat, von der Straße zu kriegen. Und wenn ich meinen Presseausweis gezeigt habe, haben die gesagt, ja, Pressefreiheit ist jetzt vorbei, zum Beispiel solche Sprüche. Oder was willst du hier, du scheiß Journalistenfotze, solche Sprüche kamen auch. Sieh zu, dass du wegkommst. Die Polizei, das hat sie mehrfach während der Gipfeltage gemacht, hat dann immer Durchsagen gemacht. Alle Leute, die hier unbeteiligt stehen, sind ab jetzt nicht mehr unbeteiligt. Das heißt, sie hat auch die Presse in eine Situation gebracht, die nicht ihre Rolle zugeschrieben, die nicht die Rolle der Presse ist. Also sie hat sozusagen gesagt, alle Leute, die hier stehen, werden jetzt zu den Demonstrantinnen gerechnet. Das heißt, es wird jetzt gleich gegen sie vorgegangen. Die Frage ist ja, was das bedeutet. Ob es was Zufälliges ist, was irgendein genervter, überhitzter Polizist macht, oder ob es was Systematisches ist. Und da würde ich schon eher sagen, von dem, was wir auf der Straße erlebt haben, war es relativ flächendeckend so, dass viele Personen von der Presse, was wir gesehen haben, aber auch wir selber als Störer empfunden worden sind. Nicht als Personen, die mit darauf geachtet haben, dass die Schutzrechte durchgesetzt werden, sondern als Störer. Auch verloren 32 Journalisten ihre bereits erteilte Akkreditierung, da sie auf einer Gefährderliste des BKAs standen. Als die ersten Krawalle losgingen in Hamburg, hat wohl der Verfassungsschutz sich beim Innenminister beschwert, dass es jetzt sehr gefährlich wird in Hamburg und dass sie eigentlich Einwände hatten gegenüber einigen Journalisten, die jetzt eine Akkreditierung bekommen haben, aber dass das ja eine Gefahr für die Sicherheit war. Und der Innenminister hat dann nochmal beim BKA und Bundespresseamt nachgehakt, woraufhin die entschieden haben, insgesamt dann 32 Journalisten, also nicht nur die, wo Einwände vom Verfassungsschutz waren, sondern auch noch 16, wo das BKA andere Eintragungen hatte, die Akkreditierung wieder zu entziehen. Nach der Geschichte mit der Diskreditierung wurde überhaupt erst darauf geschaut, was für Daten die Polizei und auch vor allem die Polizei da eigentlich speichert. Über alle, nicht nur über Journalisten, sondern welche Daten speichert eigentlich die Polizei. Und dabei ist rausgekommen, dass alles gespeichert, also dass jede Festnahme, jede Strafanzeige gespeichert wird und dass nicht gespeichert wird, wenn es zum Verfahren kommt, was dann passiert ist. Also wenn jemand eine Strafanzeige hatte und dann wurde aber das fallen gelassen, dann ist das nicht vermerkt. Wenn jemand freigesprochen wurde, ist das auch nicht vermerkt. Ich habe schon Sorge, wenn ich das Volkszählungsurteil lese, da muss man ja manchmal fast ungläubig schmunzeln, weil ganz viele Dinge wie Märchen klingen. Dass jeder jederzeit wissen soll, wer, wo, wann und zu welchem Zweck Daten über ihn gesammelt hat und wo er die aufbewahrt und so weiter. Jeder weiß, dass das ein frommer Wunsch ist. Trotz aller Möglichkeiten, die man heute hat, also quasi in Echtzeit auf Twitter zu schauen, was passiert, halt auch sehr viel Fake News einfach auch unterwegs waren. Also auch polizeilicherseits wurde berichtet, es wurden Leute mit Zwillen und Stahlkugeln angegriffen, was sich dann auch nur zum Teil bewahrheitet hat. Oder es hätten Kollegen ihr Augenlicht verloren. Und das führt natürlich auch bei den 10.000 Polizisten im Einsatz nicht gerade zur Entspanntheit, wenn sowas halt die Runde macht. Das ist schon ein sehr, sehr gutes Medium für die Polizei. Das muss man wirklich sagen, gerade in solchen Krisensituationen. Als Pressesprecher haben Sie dann häufig auch gar keine Chance, in der Situation einzugreifen. Und da kann man tatsächlich über Tweets das sehr, sehr gut nutzen. Das haben die Medien ja auch sehr gut aufgegriffen. Mit der Schnelligkeit leidet manchmal die vernünftige Prüfung. Ich meine, das Internet und der gesamte Online-Journalismus ist ein fast Gleichzeitigkeitsjournalismus.
Das heißt, die Einordnung, die Prüfung, die Bewertung, die Analyse, all das, was den Journalismus zum Qualitätsjournalismus macht, findet nicht mehr statt. Und dann kommt als Rechtfertigung, wir übernehmen ja Polizeibewertungen. Aber wir sind nicht dafür da, Polizeibewertungen zu übernehmen. Dass man hier mit verletzten Zahlen operiert, die in der Bevölkerung Besorgnis auslösen oder auch Hass, ja, und Wut. Und dass man nachher nicht in der Lage ist, das zu konkretisieren. Und damit bin ich auch bei einer Kritik am polizeilichen Social-Media-Verhalten. Wenn ich Nachrichten schnell raushaue, das darf durchaus unter dem Gesichtspunkt sein, ich weiß noch nicht alles, muss ich aber auch die gleiche Energie verwenden, diese Nachrichten abzudaten und zu korrigieren, wenn es sein muss, und zwar in genau demselben Tempo, wie ich sie rausgehauen habe. In der größten öffentlichen Fahndung der Geschichte der Bundesrepublik lässt die Sonderkommission Schwarzer Block nach über 200 Personen europaweit suchen und führte in dutzenden Fällen Hausdurchsuchungen durch. Beschlagnahmt wurden vor allem elektronische Speichermedien, Kontaktlisten und Computer. Ein ganz komischer Schulterschluss zwischen Medien und Polizei, der sich da in dieser Krawall-Barbie zeigt. Also die Polizei liefert eine Steilvorlage für so eine Sensationsberichterstattung, die zum Beispiel der Bild-Zeitung natürlich gut ins Blatt passt. Und die das dann natürlich hemmungslos ausschlachtet. Meine Rede als einem, der versucht, den Rechtsstaat hochzuhalten, ist, dass die Medien nicht dafür da sind, Hilfs-Sheriff für die Polizei zu spielen. Wir sind nicht Handlanger für die Polizei. Wir sind nicht der Fahndungsverstärker der Polizei. Es wurden Leute fotografiert, die, wo man gar nicht, das sind keine verurteilten Straftäter oder so. Es besteht ein Verdacht gegen die und gegen die wird ermittelt. Aber durch diese Öffentlichkeitswarnung entsteht natürlich der Eindruck, das seien Hochkriminelle. Und vor allem, wenn die Medien das dann ausschlachten. Wenn man also eine Öffentlichkeitsfahndung macht, bei der man Hunderte von Menschen zur Fahndung aufschreibt und dann noch mal riesige Stellwände aufstellt mit Bildern von vermummten Gewalttätern und von steineschmeißenden Leuten, dann malt man natürlich ein bestimmtes Bild. Das hat eine bestimmte Wirkung in der Debatte. Und das ist der Polizei auch klar. Das ist meiner Ansicht nach auch ein Teil davon, warum das so gemacht wird. Dann muss man auch noch sagen, die Öffentlichkeitsfahndung stellt ja einen relativ schweren Eingriff in die Grundrechte derer dar, die da dargestellt werden. Das sind ja alles Menschen, die in der Straftat verdächtigt werden. Die wurden also noch nicht verurteilt und sind deswegen als Unschuldige zu betrachten. Die Art und Weise, wie es hier aufgezogen worden ist, ist meines Erachtens unverhältnismäßig, weil ich nicht mehr gezielt suche, sondern ungeheuer breit. Ich ganze Filmsequenzen werden in die Öffentlichkeitsfahndung eingestellt. Man muss es ja so sehen, es geht ja hier um zum Teil ganz vage Verdachtsmomente. Wenn hier gesucht wird, hat es einen stigmatisierenden Effekt. Der bleibt auch dann, wenn sich herausstellt, die Gesuchten haben mit Straftaten nichts zu tun. Man wird hier mit Straftaten gestempelt. Man hat noch die Steckbriefe aus der Zeit der RAF im Kopf. Da ist gezielt gesucht worden nach einer Handvoll Täter. Hier wird plötzlich gesucht nach Dutzenden, wenn nicht Hunderten von Tätern. In Bayern wurde die Öffentlichkeitsfahndung zum Beispiel in einem viel kleineren Maßstab im Zusammenhang mit Auseinandersetzungen bei der Abschiebung von den Menschen. Und da gab es Proteste und da wurde die auch eingesetzt. Das zeigt zum Beispiel, dass also die Hemmschwelle, die Hürde seitens der Polizei bei diesem Einsatz bereits reduziert wurde. Und dieser Effekt wird sich möglicherweise fortsetzen.
die Hausdurchsuchungen, die gemacht worden sind und wo jedenfalls der wesentliche Schwerpunkt der Hausdurchsuchung nicht gewesen sein dürfte, neue Beweise zu finden, sondern zu gucken, wie das Konstrukt in der Linken ist, wie die Verbindungen in der Linken ist. Und dann lag ich also voll auf dem Bauch, ne? Also die sind da mit 15, 20 voll vermummten Gestalten in die Wohnung gestürmt und dann hast du so ein Gefühl des Fallens auf jeden Fall, ne? Also du bist ja um 5 Uhr morgens oder sowas, kannst nicht klar denken. Und bis du zu dir kommst, so ein bisschen, also weil die haben einen auch nicht erlaubt, sich anzuziehen. Deshalb da komplett nackt. Also stehen halt 15 Leute in so einem 12 Quadratmeter Zimmer und schreien dich an, ob du friedlich bist. Ja, und deshalb so eine surreale Situation. Was ich dann hinterher erfahren habe, und das fand ich besonders absurd, ist, dass die an dem Morgen sowohl bei meiner Arbeit waren, bei meinem Chef im Büro, dem das erzählt haben, als auch bei meinem Vater zu Hause, wo ich jetzt seit 4 Jahren oder so schon gar nicht mehr wohne, da mein altes Kinderzimmer durchsucht habe. Also ich habe im Nachhinein sehr stark den Eindruck, dass bei diesen Hausdurchsuchungen überhaupt nicht darum ging, irgendwas zu finden, um uns zu belasten, was diese Rondenbach-Geschichte angeht, sondern es geht einfach um Einschüchterungen, um Repressionen, der Öffentlichkeit was zu präsentieren, was das hier für gefährliche Leute sind. Und das haben sie ja dann auch gemacht. Also wo ich auch ein bisschen fassungslos war, die Dreistigkeit, mit der sich dann Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz hingestellt hat und behauptet hat, es habe keine Polizeigewalt gegeben. Also das muss man erst mal machen, dass sich hinstellen und öffentlich etwas behaupten, von dem alle wissen, es stimmt nicht. Es wurde so viel über Polizeigewalt berichtet. Es haben so viele Leute die Videos gesehen, es haben ja auch konservative Medien von Polizeigewalt berichtet. Und dass sich dann ein verantwortlicher Politiker hinstellt und sagt, Polizeigewalt hat es nicht gegeben. Also diese Dreistigkeit muss man erst mal besitzen. Denken Sie an die junge Frau, die den Sonderwagen der Polizei geentert hat. Und die Polizei überhaupt nicht wusste, wie man adäquat mit solch einer Person umgeht. Sie war nicht militant, sie war nicht bewaffnet. Von ihr ging keine Gefahr aus und trotzdem wurde sie mit Pfefferspray weggespritzt, als wäre es jetzt das Übel der Welt. Und die Soko, die ja, ich weiß nicht, wie viele Videos, also endlos guckt die Videos an, die hat 6 Verfahren gegen Polizeibeamte an das Dezernat interne Ermittlung weitergegeben. Was ja einfach zeigt, ich meine, die haben ja ununterbrochen, sehen die ja auch rechtswidrige Polizeigewalt zeigen. Die gab es ja, das kann man ja gar nicht bestreiten. Das heißt, die melden das im Prinzip einfach nicht weiter, außer in vielleicht ganz krassen Fällen. Es ist kein einziges Verfahren von einem, zum Beispiel wegen rechtswidriger Polizeigewalt von einem anderen Polizisten angezeigt worden, kein einziges. Die Polizei ist meines Erachtens kaum kontrollierbar. Es gibt keine unabhängigen Stellen, die Polizei kontrollieren. Wenn Polizeibeamtinnen und Beamte Delikte begehen, dann ist es die Polizei, die gegen sie ermittelt. Das heißt, es kommt meistens gar nicht erst zu einem richtigen Verfahren. Zur Verurteilung kommt es sowieso nie. Die Mehrheitsperspektive oder die Perspektive der Mehrheitsgesellschaft ist die Polizei immer nur Freund und Helfer. Man ruft die Polizei, wenn man was braucht, wenn das Fahrrad geklaut wurde oder bei einer Ruhestörung oder man ist froh, dass die Polizei da ist und so weiter. Deshalb kann man sich so leicht mit der Polizei identifizieren und deshalb findet man das dann auch krass, wenn jetzt die Polizei mal was das Recht gebrochen hat oder so.
Aber es gibt eben auch noch die Perspektive von anderen Gruppen. People of Color, Arme, Drogennutzer, Drogennutzerinnen, Sexarbeiterinnen, Wohnungslose. Und für diese Gruppen ist die Polizei auch schon im Alltag die ganze Zeit ein Faktor der Repression, die immer nur Objekt der polizeilichen Intervention werden und nie die Polizei selber rufen würden. Und im polizeiöffentlichen Raum werden Defizite, Grundrechtseinschränkungen, eigene Übergriffe etc. so gut wie gar nicht thematisiert. Wenn ich sage so gut wie gar nicht, meine ich eigentlich gar nicht. Weil man sich natürlich bewusst ist, dass man das, was man tut, rechtlich auch verantworten kann bzw. begründen kann. Also, dass jetzt ein großes Maß an Selbstkritik stattgefunden hätte oder Reflexion des Einsatzes, auch in Hinsicht, hinsichtlich der Tatsache, was haben wir falsch gemacht, auch wo haben wir Fehler gemacht, jetzt nicht nur technische Fehler, sondern auch juristische oder moralische Fehler, das findet im öffentlichen Raum so nicht statt. Es gibt zwar durchaus Beamtinnen und Beamte, die gern ihre Erfahrungen zum Besten geben würden, die mit uns reden würden, aber denen ist es aufgrund von dienstrechtlichen Vorschriften schlichtweg untersagt, Informationen rauszugeben, über ihre Erlebnisse beispielsweise zu berichten. Was es von der Polizei gibt, sind halt offizielle Stellungnahmen. Und das sind geschönte Berichte, die die Organisation rausgibt, um ihre Sicht der Dinge quasi abzusichern und aus einem Guss heraus zu vertreten, auch um Dinge, die vielleicht nicht so gut gelaufen sind, besser zu begründen, teilweise schön zu reden. Ja, mein Fazit wäre, dass es durchaus möglich ist, solche Großveranstaltungen auch in einer Millionenstadt wie Hamburg durchzuführen. Ich finde, dass wir auch in ganz großen Einsatzverläufen das auch gut bewältigt haben. Ich hatte es am Anfang schon deutlich gemacht, wir haben sehr, sehr vielen bunten, friedlichen Protest gehabt. Und ich finde, wir sollten uns das von diesen Straftätern, die ganz bewusst diese schweren Straftaten hier durchgeführt haben, denen dürfen wir nicht das Feld überlassen. Obwohl so viel dokumentiert ist, obwohl Angriffe auf die Pressefreiheit, auf Anwälte, auf Demonstrationsrecht dokumentiert sind in einem Riesenausmaß, sieht sich die Hamburger Politik und auch die Bundespolitik offensichtlich mehrheitlich nicht in der Lage, da Probleme zu erkennen. Und ohne dass irgendjemand auch nur ansatzweise Verantwortung übernimmt und Fehler eingesteht, dann ist das schon ein Dammbruch. Bekannt geworden ist, ist, dass seit Anfang des Jahres der Verfassungsschutz bereits sehr unmittelbar und sehr dicht bei allen Vorbereitungsgruppen anwesend gewesen sein soll und die Vorbereitung begleitet haben soll. Was von dem, was wir erlebt haben, ist von wem initiiert worden? Richtig ist, dass wir in dem G20-Einsatz, aber auch bei der Welcome to Hell-Demonstration Tatbeobachter eingesetzt hatten. Dass diese Tatbeobachter eben diese Landfriedensbrecher beispielsweise beobachten und dann auch regulären Einsatzkräften melden. Und dann ist es natürlich auch klar, dass diese Tatbeobachter, wenn sie sich in einem schwarzen Block bewegen, nicht in weißer Kleidung oder in Uniform aufhalten können. Das wäre schlechterdings mit dem Auftrag nicht vereinbar. Ich würde mich freuen, wenn es einen Untersuchungsausschuss gäbe und nicht nur diesen Sonderausschuss, der ja praktisch keine Rechte hat. Der heißt ja Sonderausschuss zur Aufarbeitung der gewalttätigen gewalttätigen Exzesse oder so ähnlich. Also das sollte eigentlich nur um die Gewalt von Protestierenden gehen und nicht um Polizeigewalt. Die SPD ist extrem zurückhaltend in dem Sonderausschuss, springt ab und zu mal der Behörde bei, ist aber
lässt jetzt nicht einen Aufklärungswillen erkennen. Und die Behörde ist beinhart, also dass sie im Besitz der Wahrheit sind, dass sie wollen keine andere Deutung zulassen und sie verweigern eigentlich auch alles, was der Aufklärung dient. Es hat sich herausgestellt, in praktisch allen Aktenordnern fehlt relativ viel. Manche Aktenordner sind leer, dann steht da nur, dass da jetzt, was weiß ich, 140 Seiten entnommen worden sind oder 98 Seiten entnommen worden sind. Und man weiß nicht mal genau, warum. Das wird dann zwar gesagt, Staatswohlgefährdung, aber was da eigentlich drin stand und warum das eine Staatswohlgefährdung ist, können wir ja überhaupt nicht überprüfen. Wenn man jetzt allgemein über die Polizei in Deutschland spricht, ist das, glaube ich, nicht, also muss man, glaube ich, differenzieren natürlich. Also es gibt unterschiedliche Polizeitypen. Raphael Bär unterscheidet ja diesen Schutzmann-Persönlichkeit von der Kriegermännlichkeit. Also die BFE-Einheiten, die jungen Burschen, die sozusagen irgendwie Spaß an der Gewalt haben, das ist nur der eine Teil. Es gibt natürlich auch den anderen Teil von erfahreneren Kollegen, die für die dann vielleicht diese Communicator-Einheiten stehen oder den Schutzmann, der auf dem Land eher agiert. Da können diese BFE-Einheit-Polizisten sind da vollkommen nutzlos, ja? Wenn es darum geht, irgendwie in der Gemeinde irgendeinen Konflikt zu lösen. Also das ist nicht so, dass man sagen kann, die Polizei besteht grundsätzlich nur aus so Schlägertypen. Aber in solchen Demonstrationssituationen haben die natürlich eine besondere Rolle. Das kann man auch empirisch durch Befragungen zeigen, dass das sogar für viele Polizisten der Grund ist, warum sie diesen Berufsweg eingeschlagen haben. Ja, weil sie sich auf den Einsatz freuen, weil sie sich auf den Adrenalinschub, ja, den Konflikt dahinter auch freuen. Also auch der Einsatz von nicht letalen Waffen, zum Beispiel wie Gummigeschossen, das folgt mehr. Also wenn man sich ansieht, wie zum Beispiel die paramilitärischen Polizeien, die europäischen, die im Kosovo eingesetzt sind oder in anderen Ländern, das folgt mehr einer solchen Logik. Also wo man schon etwas niederhalten will. Ist ja ein paar Wochen später ist ja ein SEK in Sachsen auch, nur weil der Anmelder von der Welcome to Hell-Demonstration in Wurzen, die Antifa-Demonstration, ist ja auch wieder SEK mit Maschinenpistolen eingesetzt worden. Also man, insbesondere in den letzten Jahren sieht man, dass es eine kontinuierliche Aufrüstung gibt. Also mehr und mehr einfache Streifenwagen werden mit Maschinenpistolen ausgerüstet. Die Polizei gewinnt immer mehr Aspekte, ja, militärische Organisationen, das heißt also nicht nur die aktiven Waffen, sondern auch die Schutzbewaffnung. Also es gibt regelmäßig neue Helme, neue schusssichere Westen und so weiter, die sich auf Terrorangriffe, auf Angriffe mit militärischen Maschinengewehren ausrichten und so weiter. Und die Logik der Organisation ist eine in Stärke zu denken. Das heißt, man lernt sehr wenig zurückzutreten. Es ist nicht zentral für polizeiliches Agieren, irgendwie Konfliktschlichten tätig zu sein oder komplexe, widersprüchliche gesellschaftliche Gemengelagen zu verstehen und keine Lösung dafür zu haben, sondern die dominante Orientierung der Polizei ist, Situationen zu beherrschen, aufzulösen. Und das bedeutet mit den technischen Mitteln, in der Zeit mit so einem Technikglauben auch, für alles einen sogenannten Technological Fix zu finden, also eine technische Lösung für alles. Und das ist halt in dem Fall eben Bewaffnung, Überwachungskapazität. Diese ganze Aufrüstung, Gummigeschosse und Taser und all diese Diskussionen, Pfefferspray in riesigem Maß, Wasserwerfer und alle Sachen, die keine Panzer, Handgranaten und Schusswaffen sind, das soll sozusagen absoluter Standard werden. Diese Sachen sind aber unter Umständen auch sehr gefährlich und machen auch viel Angst. Das soll auch so sein. Also diese ganzen neuen Polizeifahrzeuge und die großen Wasserwerfer, die haben einen ganz bestimmten Effekt auf Demonstrationen. Genauso wie Taser, die sehr vielen Leuten Angst machen werden. Ja, anders als Schusswaffen, aber viel leichter eingesetzt werden. Und das ist eine Qualität. Ich glaube, das wird extrem schwer, das zurückzudrängen. Gerade weil das auch im Nachhinein von den Polizeien genauso diskutiert wird, dass das notwendig ist. Das fällt alles unter, eigentlich alles inzwischen auch fast schon unter Antiterrorkampf. Das wird als Terror, also die Nacht in der Schanze wird als Terror gewertet. Und entsprechend damit natürlich werden solche Einsätze
legitimiert. Und das ist, glaube ich, das Nachhaltigste. Weil in dem Moment, wo man sich dem Versammlungsort genähert hat, alle 50 Meter die Videografien der Polizei stattgefunden haben. Jeder Einzelne, die dorthin gekommen ist, ist videografiert worden. Es hat mit freier Meinungsäußerung nichts mehr zu tun. Es ist eine kontrollierte, domestizierte, obrigkeitsstaatliche Gewährung von der Erlaubnis, sich auf der Straße zu befinden, mehr nicht. Und was wir dann auch hinterher erfahren haben, ist, dass die uns am Bahnhof schon abgefilmt haben und auch identifiziert haben. Das heißt, in unseren Akten steht dann zum Beispiel drin, dass man uns da bereits erkannt hat, obwohl unsere Ausweise nicht mehr kontrolliert worden sind. Also das ist schon eine krasse Maßnahme, dass man dort überprüft, wer in die Stadt kommt. Was sich dann hinterher herausstellte, dass wir an eine Vielzahl von Video- und Bilddateien gelangt sind. Wir haben im Terabyte-Bereich, im zweistelligen Terabyte-Bereich Material bekommen, unter anderem auch von der Bevölkerung. Menschen, die eben mit dem Smartphone Dinge gefilmt haben. Andererseits ist es, glaube ich, auch ein Signal an diese Straftäter, ihr dürft euch nicht zu sicher sein. Wir sind in der Lage, tatsächlich mit der Videoauswertung, wir setzen hier auch eine Gesichtserkennungssoftware ein, tatsächlich auch dann im Nachgang noch Straftäter zu ermitteln. Und das war in der Vergangenheit so nicht der Fall. Also die Polizei erhält zurzeit enorm viele neue technische Möglichkeiten. Das sind zum Beispiel die Online-Durchsuchung oder die sogenannte Quellen-TKÜ, also all diese Staatstrojaner-Fragen. Das sind Funkzellen-Abfragen und so weiter. Die Liste ist nahezu endlos. Alle diese Sachen werden also immer alltäglicher. Das heißt, es steht zu befürchten, dass diese Sachen gerade gegen politische Menschen häufig eingesetzt werden. Sodass man merkt, dass diese Maßnahmen, die erst angeblich nur gegen allerschwerste Verbrecher und zur Terrorismusabwehr dienen, auch in politischen Zusammenhängen immer häufiger eingesetzt werden. Und das alles findet in einer Überwachungsgesellschaft statt, in der die Kapazitäten, sämtliche Bereiche des Lebens erstmal anlasslos zu erfassen, immens gewachsen sind. Also es gibt kaum noch einen Außen der Überwachungsgesellschaft, in der sind alle Informationen irgendwie auch verkettet oder verkettbar. Und das ist eine Situation, in der ja, auf jeden Fall viel Grund besteht, sich Sorgen zu machen über die Zukunft. Was jetzt an Daten allein schon beispielsweise bei Polizeien gesammelt ist über politisch Aktive, da will man sich nicht ausmalen, was passiert, wenn eine explizit rechtspopulistische oder rechtsradikale Regierung in die Lage versetzt wird, diese Daten zu verwenden. Also ich hatte tatsächlich vor dem Gipfel teilweise schon noch den Gedanken, dass man anonym in Deutschland auf eine Demonstration gehen kann, dass man an Protesten teilnehmen kann, ohne direkt identifiziert und somit auch irgendwo kriminalisiert zu werden. Weil warum möchte man wissen, wer jemand ist, wenn nicht der Gedanke dahinter ist, dass das, was er macht, nicht ganz in Ordnung ist? Im Zuge der Debatte um die Ausschreitungen in Hamburg wurde vielerorts die Schließung linksalternativer Treffpunkte gefordert. Auch das Verbot der Internetplattform linksunten.indymedia wurde mit den Geschehnissen in Hamburg begründet. Ob härtere Polizeigesetze oder die Anschaffung neuer Ausrüstung. Der G20-Gipfel hat viele Forderungen nach sich gezogen. Oh.
Was bedeutet es, wenn man auf dem Weg zur Demonstration beobachtet wird von Polizei, ununterbrochen? Was bedeutet es, wenn wir bei der Demonstration uns nicht frei bewegen können, sondern rechts und links von jeweils zwei, drei Reihen Polizei umschlossen und begleitet werden, wenn wir nicht gehen und kommen können, wie wir wollen? Wenn das kein, jedenfalls auf der Erscheinungsebene, Polizeistaat ist, was denn dann sonst? Was war es denn? Wer stand denn da auf der Straße? In Bayern wurde ein Polizeigesetz verabschiedet, das eins der schärfsten Polizeigesetze nach 1945 ist. Und das sind die Folgerungen aus G20, dass sie sich jetzt denken, okay, wir müssen umstrukturieren, damit wir die Dinge, die im Moment noch empörend sind, die mit mir passiert sind, dass sie später mal vielleicht auch Legalität werden in Deutschland. Und das ist sehr besorgniserregend. Die Polizei hat bis weit in die 60er Jahre, hat die, wenn sie mit Demonstrationen zu tun hatte, hat sie in der Ausbildung, hat sie sich orientiert an der Niederschlagung in Hamburg zum Beispiel vom Hamburger Aufstand. Das heißt, das hat das Bild von Demonstrationen geprägt. Da ist was, was aus dem sich der Aufstand entwickeln kann, das muss man möglichst früh niederschlagen. Und das, sowas kehrt zurück. Diese vielen Kommentare in den Zeitungen, in den Medien, wo sich so etwas wie ein tiefsitzender Hass gegen alles, was sich dem Staat entgegenstellt, zeigt und artikuliert. Das hat mich schon gewundert. Diese Stimmung gibt es natürlich auch in der Polizei, aber nicht so sehr jetzt parteipolitisch orientiert, sondern die Stoßrichtung ist eher, das sind diejenigen, die die Ordnung stören, die auch uns angreifen, die sich widersetzen, ja? Uns, die wir doch die Guten sind. Was interessant ist bei diesem ganzen Vorgehen rund um G20 und auch bei den Diskreditierungen der Journalisten ist, dass linke, organisierte, linke und überzeugt links politisierte Personen kriminalisiert werden. Dass die politische Linke als Gefahr dargestellt wird und übrigens nicht die politische Rechte. Und ich glaube, das sieht man auch bei dem Indie-Media-Verbot, auch bei den Diskussionen nach G20. Da wurde nicht über die Krawalle diskutiert, die an der Schanze stattgefunden haben und über gesellschaftliche Gründe für Krawalle, wie sowas zustande kommt und wer genau da eigentlich war. Das war auch alles Thema, aber eher am Rande. Und politisch wurde über die Rote Flora diskutiert, sollte man die nicht schließen. Dann ging es plötzlich um die Rieger Straße in Berlin, sollte man die nicht schließen. Also linksradikale Projekte und die linksradikale Plattform Indie Media. Gegen die wurde vorgegangen. Es gibt generell einen politischen Rechtsruck innerhalb der Europäischen Union. Einige extrem autoritäre Länder und also auch in der deutschen Bundesregierung ist eine rechtspopulistische Partei maßgeblich prägend für die Innenpolitik, weil sie den Innenminister stellt. Außerdem wird ja auch immer gerne das Bild bedient, die Polizei ist ein Querschnitt der Gesellschaft. Und das bedeutet, wenn sich die Gesellschaft einfach auch mehr nach rechts verschiebt und auch der Stil, der Umgangston, der Narrativ härter wird und auch ein bisschen entmenschlichter wird, dass das natürlich auch vor der Polizei nicht halten macht. Natürlich stelle ich fest, dass die Stimmung pro Sicherheit und Ordnung, für Law and Order, für die Polizei und dass das Demonstrationsgrundrecht einem Teil der Bevölkerung, aber auch einem Teil der Medien per se ein bisschen suspekt erscheint. Die Utopie wäre, Gesellschaft merkt, was im Moment der Staat sich herausnimmt an zunehmenden Einschränkungen. Die Polizei ist hier nur ausführendes Organ. Das ist ja sozusagen eine politische Stimmung, die damit auch transportiert wird. Die Dystopie wäre, Gesellschaft merkt es eben nicht. Thank you.
Proteste, die tatsächlich irgendwie eine Resonanz in der Bevölkerung erreichen könnten. Proteste, die ein bisschen systemrelevanter werden. Dann greift Deutschland genauso wie die sogenannten anderen repressiven Systeme nämlich auf genau die gleichen Verhaltensmuster zurück. Natürlich haben wir eine Aufgabe, die Leute nicht irgendwie zu verheizen. Aber auf der anderen Seite lernst du halt auch nur kämpfen, wenn du kämpfst. Du wirst nicht irgendwie als Bewegung Erfahrung machen, wenn du dich immer nur einsperrst und das Kapital studierst. Und auf der anderen Seite wird es einen Staatsapparat geben, die jedes Mal mehr versuchen, daraus zu lernen und die noch mehr versuchen werden, dieses Kontrollgehäuse, was den Menschen heute völlig fesselt und ihn beherrscht, sozusagen weiter zu totalisieren und die Sachen sozusagen noch schneller zu beenden und abzuräumen. Also die eine Sache ist, glaube ich, dass es natürlich einschüchtert. So, das ist bei mir auch so, ganz ehrlich. Ich muss auch zugeben, wenn ich jetzt gerade Polizisten in Uniform sehe, klar wird mir dann ein bisschen mulmig. Ich glaube, das ist ja auch genau das Ziel davon. Aber ich finde, man muss sich einfach auch fragen, in was für einer Welt man eigentlich leben will. Tantissime persone mi sono state vicine. Tantissime persone hanno cercato di aiutarmi, ognuno a modo suo. E questo per me è una delle cose più splendide che mi siano mai capitate. Tutta la solidarietà che c'è stata. Appunto questo è vincente perché la repressione sa che un uomo solo si combatte facilmente, ma se con un uomo c'è tutto un movimento, allora le cose si fanno più difficili. Und ich glaube nicht, dass sich Proteste, die heute noch dämonisiert werden vielleicht quasi so die Heldentaten von übermorgen sein. Und deswegen lohnt es sich weiter, einfach zu kämpfen und da nicht aufzugeben. Also selbst wenn sie versuchen, mit allen Mitteln dich dort klein zu bekommen, einfach groß sein.